In einem Körperverletzungsdelikt ermitteln jetzt Klaus Schäfer und Bora Aksu. Eine Frau wurde durch ein Getränk schwer verätzt. Oh. Hier links. Das ist ja ein cooles Ding hier. Hey, ein Frosch. Aber die Augen, das ist ja witzig. Bora Aksu und Klaus Schäfer schließen nicht aus, dass der Täter sich noch am Tatort, einem Restaurant, befindet. Hallo. Hallo. Kollege drin? Ist drin? Kollege, ja, ist drin. Hallo. Normalerweise kommt es nicht häufig vor, dass wir zu einer vorsätzlichen Körperverletzung gerufen werden. Aber hier in diesem Fall haben wir die Besonderheit, dass jemand wissentlich mit einem Gift oder einer Säure verätzt wurde. Und da kommt die Kriminalpolizei ins Spiel. Hallo Gianni, was ist los hier? Was ist los hier? Die Frau Huber hat schwere Verätzungen im Gesicht. Die hat von dem Meister ihres Mannes gekostet. Ja. Scheint anscheinend irgendwas drin gewesen zu sein. Wir kamen in das Lokal hinein. Der Streifenbeamte Gianni hat uns kurz gesagt, dass eine Frau Huber was getrunken hat, sich dabei verätzt hat, ausgespuckt hat und jetzt völlig mit Brandverletzungen im Mund auf der Trage liegt oder auf dem Fußboden liegt. Oh, ich habe von einem Vitamalz wollte ich trinken und das hat so gebrannt. Die Beamten können noch nicht klären, ob die Säureattacke der verletzten Frau oder ihrem Freund galt. Bevor sie den Kellner befragen können, hören sie verdächtige Geräusche aus der Küche. Kellner! Hier, lass mal mit dem Wirt sprechen. Ja. Hallo! Ganz ruhig! Hey, bist du wahnsinnig? Wir haben Schreie aus der Küche gehört und sind ganz schnell in die Küche, haben dort den Wirt gesehen und der hatte momentan mit einer weiteren Person einen heftigen Streit. Ganz ruhig. Der Alte will mir meine Kohle nicht geben. Die Kohle ist angewiesen. Was heißt die angewiesen? Seit zwei Monaten kann ich den Marsch hinterher. Denn? Ich bin der Restaurantbesitzer. Und Sie sind? Ich bin hier die Küchenhilfe, verstehst du? Lass uns mal hier rausgehen. Kommen Sie mal mit. Ich glaube, hier geht's nicht für meine Kohle. Ja, hier. Bleiben Sie ganz ruhig. Gut, dann los. Der Streit in der Küche zwischen den beiden war sehr heftig und es ging um Zahlungen, die der Koch seinem Angestellten nicht geleistet hat. Und der Koch oder der Angestellte war sowas von verärgert, weil er unbedingt sein Geld haben wollte. Und war auch nicht zu beruhigen. Wir haben sie dann in das Restaurant gebracht, in die Theke, haben sie getrennt und versuchten sie dann zu beruhigen und zu erfragen, was denn eigentlich die Ursache des Streites war. Keine Ahnung. Ich habe ganz normal hier vorne am Tresen beim Bier serviert. Ja. War in der Zwischenzeit in der Küche. Ja. Und da muss wohl irgendwas passiert sein. Irgendwas muss manipuliert werden. Wer hat die Getränke auf den Tisch gebracht? Ich hab die Getränke auf den Tisch gebracht. Dann war ich kurz in der Küche. Was in der Zwischenzeit passiert ist, kann ich nicht sagen. Wo waren Sie? Ich bin hier gerade erst angekommen. Den Beamten ist klar, der Angestellte hat ein Motiv. Rache für angeblich nicht gezahlten Lohn. Aufgefallen ist ihnen auch sein enormes Aggressionspotenzial. Ich bin mir ganz sicher, dass er mit der Verätzung da auch was zu tun hat. Ach ja, jetzt bin ich auch noch für die Verätzung. Ich glaube, bei dir geht's so gut. Ja, alles klar. Okay. Ist das die Fleische? Sagen Sie mal bitte, ist das die Flasche, woraus Sie der Dame eingeschenkt haben? Er hat mir bestätigt, dass es die Flasche sei. Und die Flasche, die haben wir dann natürlich erstmal sichergestellt und die nehmen wir mit. Die geht auch mit. Die Beamten wissen durch die Aussage des Wirts, dass der Täter wenig Zeit hatte, die Säure in das Getränk zu schütten. Das spricht dafür, dass der Täter gut vorbereitet war. Bora Aksu hakt nach. Ich hab die Flasche am Tresen aufgemacht. Da war ich noch mal kurz in der Küche. Ich denke mal, in der Zwischenzeit ist es passiert. Gut, wer hat denn noch Zugang hierher? Der Koch wurde noch mal zu dem Sachverhalt befragt, wie und wann er welche Getränke geliefert hat. Er hat in dem Tresen eine Malzbierflasche eingegossen, sie dann stehen gelassen, ist noch mal in die Küche gegangen und hat sie dann erst ein paar Minuten später zum Tisch gebracht. In der Zeit hätte jeder, der Zugang zu diesem Lokal gehabt hätte, da irgendwas reinschütten können. Also wir müssen hier auf jeden Fall mal ein bisschen davon auch noch mitnehmen. Ja. Janni wird die Probe mit einpacken. Ja. Nach was riecht das? Nach Malzbier? Riecht so ein bisschen nach irgendwie so Desinfektionsrohrreiniger oder sowas, ne? Das ist, ja. Müssen wir eine Probe mitnehmen, wird untersucht von der KTU. Ja. Sonst haben Sie niemanden gesehen? Niemanden gesehen, ja. Ne. Haben die Kollegen schon ihre Personalien aufgenommen? Bis jetzt noch nicht. Bis jetzt noch nicht, dann sagen wir das den Kollegen gleich nochmal. Ja. Okay, dann gehen wir noch mal raus zu Frau Huber. Die Kommissare ermitteln in alle Richtungen und schließen niemanden als Täter aus. Doch ihr Anfangsverdacht verdichtet sich, als der Wirt ihnen Drohungen präsentiert, die er von seinem Angestellten bekommen hat. Kennen Sie diese Nachrichten? Ja. Ja, heißt? Ja, das habe ich geschrieben. Und das war schon ziemlich heftig, was er ihm geschickt hat. Wir haben hier als Nachricht, Alter, ich komme morgen vorbei und hole meine Kohle.
Alter, ey, ernsthaft, ich verklag dich in Grund und Boden, du Arsch, ich will mein Geld. Und zu guter Letzt hat er hier noch geschrieben, wenn morgen die Kohle nicht da ist, mache ich Terror bei dir. Haben Sie was damit zu tun? Mit was? Welcher Tasche ist ja, das? Ja, mit dem, weshalb der Krankenwagen jetzt gerade da ist. Was denn? Ich will nur meine Kohle, das alles, ich bin gerade erst hier angekommen. Ihr Chef sagt, dass er nicht an dem Glas von der Frau gewesen ist. Ja, uns? Mir doch scheißegal, was habe ich denn mit dem Glas zu tun? Der Alte hat ja schon vergiftetes Fleisch rausgehauen. Soll er mal die ganze Wahrheit auf den Tisch legen? Dass der Angestellte sich so verhalten hat und auch mit diesen Nachrichten, fällt er natürlich auch in die Reihe der Verdächtigen. Ob es denn wirklich ein konkreter Tatverdacht ist, ja, wird sich im Rahmen der Ermittlungen noch herausstellen. Okay. Gut, okay. Wir gehen jetzt mal zu Frau Huber rüber. Da das Opfer inzwischen vernehmungsfähig ist, ermittelt Klaus Schäfer nun, ob noch andere Personen als Täter in Frage kommen. Bin ich ja noch verheiratet, ihr Ex-Freund, die Tochter kennt mich auch noch nicht so gut. Ich weiß nicht, ob da einer was von im Spiel ist, weil es war ja eindeutig, ich habe mir ein Getränk bestellt, aber wir sind ja hier in einem fremden Lokal. Wie soll das denn in das Getränk reinkommen? Wie hat denn Ihr Mann auf die Trennung mit dem neuen Partner reagiert? Ich kenne ihn ja. Sie kennen ihn? Ja, wir kennen uns aus der Schule. Alter Schulfreund. Okay, und? Ja, nicht. Hat er es hingenommen? Hat er Danke gesagt? Nee, begeistert war er nicht. Okay, und? Ja, nichts. Sie hat ja Kontakt mit ihm. Ich habe ihn jetzt lange nicht mein gesehen. Vater? Hat dein Vater? Der ist okay. Der ist vollkommen okay, wirklich. Der wird sowas niemals tun, also. Die Kommissare fragen zielgerichtet nach. Erst jetzt erwähnt der neue Freund des Opfers ein Handyvideo, in dem ihn der Ex-Mann des Opfers bedroht hatte. Das kann ich nicht glauben, dass mein Vater so etwas tut. Haben wir es rausgesucht? Das kann ich Ihnen zeigen. Hier ist es. Da hat er sich einen kleinen Spaß erlaubt. Der Freund hat mir dann erzählt, dass er doch von dem Ex bedroht wird. Er hat uns ein Video gezeigt, auf dem dann ganz klar zu sehen war, wie der Ex ihn beschimpft. Britta ist meine Frau, sie gehört zu mir. Hast du verstanden? Das ist meine Frau. Und sagt, dass er ein Schwein sei und dass er seine Frau unbedingt wiederhaben will und dafür alles tun wird, um ihn zu schädigen. Gut, dann nehmen wir mal die Daten auf. Vielleicht, ja. Wenn Sie die Handynummer haben, rufen wir unterwegs an. Am besten erlaubt zur Wache. Das ist hier, können wir das nicht klären. Wir werden den Ex vorladen, werden ihn zu diesem Video befragen, was er sich dabei gedacht hat, das zu verschicken. Und inwieweit er hier in dieser Umgebung, in diesem Lokal gewesen ist. Und von seinen Fingerabdrücken werden wir sehen, ob er die Flasche angefasst hat. Und alles zusammen wird dann ein rundes Bild ergeben. Wir kommen dann vom Krankenhaus wieder zur Wache. Genau. Ja. Okay. Bitte. Gut. Ja. Ja. Sie kommen auch bitte. Und ja, klar, das tue ich natürlich die Daten jetzt von dem Vater Mutter. Kannst du dir mal gerade geben lassen. Ja. Ja. Schreib mal gerade auf. Auto, bitte. Hora Aksu und Klaus Schäfer wollen prüfen, ob der eifersüchtige Ex-Mann ein belastbares Alibi hat. Daher haben sie ihn auf die Wache vorgeladen. Auch die Küchenhilfe befragen sie dort eingehender. Auf der Wache festhalten können sie den Angestellten aber nicht. Auch wenn Sie jetzt entlassen sind, heißt es nicht, dass wir nicht dennoch ein paar Fragen an Sie haben könnten. Deswegen bleiben Sie bitte einfach erreichbar für uns. Ich habe auch eine Frage, ob mein Geld zum Beispiel ist. Ja, gut. Oh, hallo, was hat Hi. So, Idee ist beendet. Ja. Jetzt ist er euch. Gut, hast du gute Abdrücke bekommen? Wunderbar. Dann, Herr Huber, folgen Sie mir bitte. Gegenüber den Beamten gibt der Verdächtige schnell zu, dass er dem neuen Freund seiner Ex-Frau gedroht hatte. Mit der Säureattacke auf sie will er aber nichts zu tun haben. Er habe den ganzen Tag gearbeitet, was Kollegen angeblich bezeugen können. Sie haben im Lager gearbeitet? Wo ist ja. Das? In der Pestalozzi-Straße 46. Und Ihr Chef dort heißt? Herr Fuchs. Und der Fuchs war auch vor Ort? Der ist auch dort, ja. Okay, ich werde jetzt rausgehen und werde Ihre ganzen Alibis überprüfen. Dann schauen wir mal weiter. Solange bleiben Sie hier sitzen. Im Flur des Polizeipräsidiums trifft Kriminalhauptkommissar Klaus Schäfer auf einen Kollegen des Ex-Mannes, der eine Aussage machen will. Herr Biro, was haben Sie mit Moritz heute gemacht? Wir waren die ganze Zeit heute auf Arbeit. Die ganze Zeit, von heute Morgen bis die ganze Zeit waren wir heute auf Arbeit. Okay, das können Sie bestätigen? Ja. Wird nachher ein Protokoll aufgenommen, müssen Sie auch unterschreiben. Wir wissen, dass es dann eine Falschaussage ist, wenn Sie ihm ein falsches Alibi geben. Okay? Alles klar. Danke. Danke. Na, und? Ja, Herr Biro hat uns das bestätigt, dass Sie die ganze Zeit um meinen Kollegen klopft. Augenblick noch, bitte. Aufgrund dieser Tatsache, dass diese Aussage bestätigt wurde, hatten wir keine weiteren Möglichkeiten mehr, Herrn Huber länger festzuhalten. Und ich wollte gerade reingehen, als mich mein Kollege noch mal herausholte. Ich habe noch mal mit dem Koch telefoniert, mit dem Wirt, der auch heute Morgen da war. Und er hat gesagt, dass er einen Streit zwischen der Tochter
und dem Freund von ihrer Mutter mitgekriegt hat. Und sie soll wohl irgendwie sowas in Richtung Ich hasse dich gesagt haben, ziemlich laut. Also die haben da wohl sehr lautstark, haben sie da wohl... Hattest du denn den Eindruck, als wir da waren, dass es da zwischen den beiden stand? Ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Das passt irgendwie nicht. Nee. Aber vielleicht sollten wir sie dazu noch mal befragen. Also ich habe sie jetzt noch nicht dazu befragt. Ich Willst du das machen? Ja. Okay. Gehen wir am besten mal hin. Ja. Aber von dem ist nicht viel rauszuholen, oder was? Der sagt nichts und bleibt auf ziemlich gut. Stur. Auch das Handy-Video war für ihn auch nur Spaß. Befragen wir die mal ansonsten. Ja. Okay. Die Beamten haben noch nicht zweifelsfrei geklärt, ob der Täter das Opfer oder dessen Freund treffen wollte. Denn der hatte das präparierte Getränk bestellt. Bora Aksu fragt sich, wäre die Tochter zu solch einer Tat fähig? Wir haben uns kennengelernt, sie hat halt eine Tochter und jetzt wollte man halt mal so ein bisschen, dass ihre Tochter mich auch kennenlernt. Und dass sie das halt auch mal von der anderen Seite dann vielleicht sieht. Aber der erste Eindruck war da halt eben nicht so positiv und mit 13 denkt man natürlich noch an seinen Vater, klar. Na klar. Ging es um was Bestimmtes bei diesem Streit, oder? Nee, nicht wirklich. Ich vermisse einfach auch meinen Vater und das finde ich einfach doof. Komische Situation einfach. Alles ein bisschen Chaos momentan bei uns. Ja gut, also dann wären wir jetzt erstmal fertig, wenn Sie nichts weiteres dazu zu sagen haben. Dann werden Sie jetzt hiermit erstmal entlassen. Okay. Und wir wissen ja, wie wir Sie erreichen, falls wir noch weitere Fragen haben sollten, ja? Ja, nachdem wir mit der Vernehmung von dem Ex-Mann durch waren und auch die Befragung beendet haben mit der Familie, konnten wir wirklich nichts Sachdienliches heraushören, beziehungsweise wir konnten niemandem etwas zuweisen, mussten halt beide Parteien entlassen. Ist schon ein bisschen frustrierend in dem Moment, weil wir dann auch nicht wussten wirklich, wo wir jetzt weiter ansetzen sollen. Ich weiß nicht weiter, du. Hört sich. Aber lass mal die Luft ein bisschen rein. Hier ist ein bisschen steckig. Ich kann dir echt nicht sagen, was war, wie wir da jetzt... Bora, komm mal her. Das glaubst du jetzt nicht. Sag mal, ist das der grüne Wagen? Wir haben unten diesen auffällig grünen Strandbuggy gesehen, über das wir halt auch schon auf der Anfahrt gesprochen hatten. Das Fahrzeug stand nämlich genau dort. Und von diesem Typ Fahrzeuge gibt es nicht so viele. Das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, da müssen wir mal runter. Die Beamten vermuten, dass der Wagen dem Ex-Mann des Opfers gehört. Dann wäre er heute am Tatort gewesen und hätte somit bei seiner Vernehmung gelogen. Und auch sein Kollege, der ihm ein Alibi gegeben hatte. Ist Ihrer? Wo stand der heute? Eine gute Nummer. Vor der Pizzeria. Vor welcher Pizzeria? In der Nähe von unserem Möbellager. Ja, in der Nähe von Ihrem Möbellager. Ja, genau. Gut, können wir uns den mal ein bisschen anschauen, gerade den Wagen? Ruhig stehen hier. Ohne das Theater machen. Legen Sie mal die Hände schön da drauf. Legen Sie die Hände drauf, habe ich gesagt. Rohrreiniger? Ah, komm, Alter, das ist nicht meins. Das ist nicht Ihrer. Ach, da wird der Penner mir da reingetan. Hände am Rücken. Komm. Hey, das war ich. Hallo, kannst du mir mal weiter? Ach, das war ich. Man wird nicht viel gefragt, mein Lieber. Ich glaub, du bist ein Arschloch. Wo hast du mir das da reingelegt? Ich? Wie soll ich den da sicher. Penner. Du schützt mich auch noch. Was bist du für ein Vater? Toni kann alles nicht mit dir. Möchten Sie noch mal Ihre Aussage überdenken? Wie? Sorry, ey. Toni, was hast du da jetzt erzählt? Wo ist das Handy im Auto? Da muss doch ein Handy drin sein. Das werden wir gleich finden. Dann machen wir schön die Analyse, wie der Kamerad gelaufen ist. So, was sagen Sie dazu jetzt? War der auf der Arbeit oder nicht? Na, Toni war nicht da. Moritz war nicht da. War nicht da. Was haben Sie vorhin gesagt? Ja. Ist eine Falschaussage. Die Straftaten, womit sich der Ex-Mann strafbar gemacht hat, die sind ganz klar. Also wir haben hier mindestens mal die Körperverletzung, wenn nicht sogar die schwere Körperverletzung. Und sein Arbeitskollege hat sich hier der Beihilfe zu verantworten. Penal. Komm mit. Komm, nicht so viel fragen. Kommst du mit rein? Hilfst du mit? Ja, lügst du mich an, dann ziehst du noch den Toni mit rein, die ganze Sache. Was soll das eigentlich? Klaus Schäfer und Bora Aksu nehmen den Ex-Mann des Opfers und dessen Kollegen in Gewahrsam. Sie rechnen mit einem umfassenden Geständnis.